So Leute, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern innerhalb von 10 Sekunden nach der Landung Schaden zu. Die Aufgabe ist an sich ziemlich simpel, denn ihr könnt hier halt auch in Gruppenkeile machen. Was ihr da halt machen müsst, ist einfach landen, euch quasi eine kleine Rampe bauen und einfach runterspringen. Jetzt bin ich nur gerade überlegen, war hier ein Gegner oder war der drüben? Das Problem ist natürlich, ihr müsst natürlich immer erst den Gegner finden, aber an sich dürfte die Aufgabe nicht zu schwer sein. Zack, wo ist er? Ah, wo versteckt er sich denn? Ihr müsst halt, wie gesagt, nur definitiv den Hängegleiter einmal geöffnet haben. Ach, da unten ist er. Zack, müsste eigentlich die Aufgabe schon erledigt sein. Hallo, Aufgabe? Ah, da seht ihr es. Zack, ganz easy. So bekommt ihr die 24.000 XP. Also wie gesagt, Gruppenkeile gehen, dann immer wieder Rampen bauen oder wenn ihr halt gestorben seid, da ziemlich nah an dem Gegner landen und dann einfach Schaden machen. Könnt ihr natürlich auch ganz noch einfacher machen, indem ihr einfach in den Solo-Modus reingeht oder du oder Team und fliegt irgendeinem Gegner einfach hinterher. Pickaxe den Eimer, nur einmal Schaden machen. Denkt dran, ihr müsst nicht den Kill machen. Einmal nur Schaden machen und schon habt ihr auch da die Aufgabe ganz einfach erledigt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen trotzdem noch helfen. Und wenn ja, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne war es das diese Woche schon wieder mit den Aufgaben. Wenn du mehr Informationen haben willst, gern einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.